Koch mein Menü ist die Sendung, wo zwei Gäste das Menü vom anderen Kandidaten müssen kochen. Das ohne Rezept. Am Schluss wird probiert und benotet. Heute bei Koch mein Menü. Ich bin Irina Mossi, ich bin Bielerin und Sängerin und freue mich heute auf die Kochsendung. Ich bin Dana, ich bin auch Sängerin und auch Bielerin und ich bin easy nervös. Also Dana, let's see what's happening today, don't it? Ich glaube, wir schaffen das. Alright. Ich koche sehr gerne, ja. Ich koche gerne und ich könnte noch ein bisschen mehr kochen. Manchmal fehlt es mir ein bisschen an Zeit, aber ich koche gerne, ja. Ich koche sehr gerne. In letzter Zeit nicht mehr ganz so oft. Wenn ich ganz viel unterwegs bin, sind wir wieder auf Tour. Dann ist es ganz oft irgendein Takeaway oder irgendein Late-Night-Delivery-Ding. Aber am liebsten habe ich Zeit zum ausgiebig kochen, ja. Starke Frauen mit starken Stimmen. Mal schauen, ob sie in der Küche stark sind. Das sind ihre Zutaten. Ich sehe schon mal Jasminreis. Simpel, haben wir gern. Also, wir haben jede Menge Werkzeuge. Vielleicht wird es etwas kompliziertes, vielleicht nicht. Ich habe gerne Champignon, ich habe gerne Aubergine, ich habe gerne Peperoni. Blätterteig, Eier, Spinnentrübli, Rande und ein paar Milchprodukte. Ich würde sagen, wir machen auch eine Weihe. Nimm ja. Natürlich Yellow Curry Paste, Thai Kitchen cannot miss, Sojasauce. Das Menü, das ich gesehen habe, ist effektiv voll mein Ding. Ich liebe Gemüse, ich liebe Reis. Das sind Basic-Sachen, die ich sehr gerne mache, mit guten Gewürzen. Ich glaube, ich werde es schaffen, Irina etwas Feines zu kochen. Ich weiß nicht, ob es genau so wird, wie sie sich das vorstellt. Zum Beispiel der Rüebli-Randensalat. Weiss ich nicht so genau, wie sie sich das vorstellt, vom Dressing her oder von der Form her. Aber ich glaube, sie ist offen. Sie hat gesagt, sie freut sich auf meine Variante. Per Videonachricht erklären die beiden Musikerinnen einander, was sie sich für ein Menü wünschen. Zu viel wird dabei nicht verraten. Wie du vielleicht gemerkt hast, wünsche ich mir von dir ein gelbes Thai Curry, Veggie, mit Tofu und Gemüse. Mhm. Viel Spass beim Kochen. Dankeschön. Gelbes Curry mit Reis ist absolut easy zum Kochen, für mich. Und Zutaten habe ich gerne, von dem her. Das schaffen wir. Du hast jetzt alle Zutaten gesehen, die du für das Menü bekommen hast. Und zwar ist das Spinatkuchen mit Rüebli und Randensalat. Have fun und viel Glück. Yeah! Ich glaube, das bringen wir her. Es macht auch schon viel mehr Sinn, dass Rüebli und Rande nicht auch noch im Spinatkuchen drin sind. Von dem her, ich bin zuversichtlich. Ja gut, wagen wir's. Also, wir fangen an mit diesem wunderbaren Teller hier. Ich mache gerne mise en place. Ich glaube, ich kann nicht fehlen. Vor allem in so einem Gericht, nicht in so einem asiatischen Gericht. Schön super machen da. Genau, jetzt sind wir mal für einen Guss die Eier vorbereiten. Also, jetzt lassen wir den Spinnen abkalten, bis der Guss dazu kommt und es in den Ofen kann. Und in der Zwischenzeit fangen wir mal mit dem Rüebli-Randensalat an. Hopp. J'aime les champignons. Jetzt ist nur noch die Frage, wie ich das raffle. Wenn ich das fertig geraffelt habe, also in 1000 Jahren, nein, in 3 Minuten vielleicht, dann kümmern wir uns wieder mal um eine Spinne. So. Ich probiere jetzt mal schnell eins, um zu schauen, ob es, ist zwar nicht eine gute Idee, aber wie scharf das ist. Okay. Okay, wir machen weiter. Hey, warte schnell. Wasser ist zwar keine gute Idee. Hat es irgendwie Hafermilch oder so? Die Chilischoten, das ist einfach nicht meins. Geht schon ein bisschen besser. Oh, los geht's. Ich sage, wir machen mal 500. Wow, ich liebe das Sojasauce. Also, das Thai-Ding kommt ja noch dazu. Jesus Gott.
Oh, ich bin voll. Jetzt hier noch eine Zutat, die ich nicht weiss, für was, und zwar Parmesan. Und für das würde ich gerne Irina fragen. Hallo, my dear. Hallo, Irina. Hallo, Dana. Wie läuft? Ich glaube, ganz okay. Meine Frage ist, was mache ich mit dem Parmesan? Kommt der auf die Weihe? Und wenn ja, vor oder nach dem Backen? Yes, den Parmesan würde ich auf die Weihe tun. Und zwar vor dem Backen. Okay, gut. Dann bis gleich. Bis nachher. Ciao. Yes, also jetzt wissen wir es. Nehmen wir den Kuchen noch einmal raus. Also, dann nehmen wir ihn noch einmal. So, wieder rein mit dem Kuchen. Genau, jetzt ist unser Kuchen im Ofen. Und währenddessen können wir dann noch unser Dressing anpacken. Mit Zitronensaft. Ich glaube, wir lassen das mal so. Der Moment der Wahrheit. Und yes. Voilà. Das Spinnenmonster. Ich tue jetzt anrichten. Ich glaube, das ist die einzige Deko-Option, die ich gerade noch habe. Ich glaube, wir sind bereit, um das Irina vorführen. So, es ist angerichtet. Es schmeckt fein. Schauen wir, was Dana dazu sagt. Einwandfrei gekocht, schön sieht es aus, ist es auch fein. Cheers! Hey, merci vielmals. Ich danke dir vielmals, es schmeckt mega. Gleichfalls. Ich bin ready. Bon Appetit. Einen guten. Guten. Mega fein. Und auch noch Hölle heiß, oder? Mhm. Oh. Aber geil. Ich finde es mega fein. Merci, das freut mich. Ich finde es auch sehr gut. Cool. Das ist sehr gut. Probieren wir die anderen Rüblisalat. Schön, sieht auch aus. Aber die Idee wäre gewesen, einzu, oder? Ist mir dann aufgefallen mit den zwei Schüsseln? Ich habe daran gedacht, dass einzu effektiv, dass es noch verschiedene Farben hat. Aber das macht gar nichts. Liebe Dana, zuerst muss ich mal sagen, es war sehr fein. Ich habe den Eindruck, du kannst kochen. Und ich gebe dir heute ein 8 für dein Gericht. Weil es war wirklich sehr gut. Mir hat gedacht, man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Salz reingeben können. Aber das ist gemein, weil wenn es Ei drin hat, Rosé, kannst du nicht probieren. Mit ein bisschen mehr Salz. Und was ich mir gewünscht hätte, ist, dass der Rande und der Rüblisalat getrennt wären. Dass es noch einmal drei verschiedene Farben gegeben hat mit dem Spinat zusammen. Aber wie gesagt, hinter das 8 kann ich hundertprozentig stehen. Es war sehr fein. Merci viel mal. Irina? Ich gebe dir fast verbotenerweise ein 10. Und zwar ist mir gesagt worden, man darf es nicht so leichtfertig vergeben. Das ist auch überhaupt kein leichtfertiges 10, sondern es gibt nichts, was ich gerne anders hätte. Und darum wäre alles andere nicht fair. Ich gebe dir ein verdientes 10. «Koch mein Menü» ist noch präsentiert worden von der Sabag. Unsere eigene Produktion in Nidau machen wir nach eure individuelle Traumküche. Und Manor, euer Spezialist für lokale Produkte.